Liebe Museumsbesucherinnen, liebe Museumsbesucher, ich möchte Sie wieder herzlich im Hellwig-Museum begrüßen und habe auch wieder einen Gast dabei, und zwar einen Gast, der eigentlich gar kein Gast ist, sondern unseren Bürgermeister Remco van der Velden, der quasi hier im Haus groß geworden ist und quasi der Hausherr hier ist, weil wir ja ein städtisches Hellwig-Museum sind. Und mit ihm möchte ich mir heute dieses Porträt Kaiser Ferdinands III. Ansehen, das wir als Stiftung Spende von der Familie Hillenkamp bekommen haben. Ja, hier ist nun Ferdinand III., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und wie viele der Kaiser aus dem Hause Habsburg. Man sieht es, die Habsburger Nase, die Habsburger Lippe kennzeichnen ihn. Er trägt den Orden vom Goldenen Vlies. Ferdinand fällt in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Sein Vater Ferdinand II. War einer der Kriegsauslöser. Er, Ferdinand III., ist einer derjenigen, die den Krieg beenden. Bei dem Bild handelt es sich quasi um eine Kopie, die zeitgenössisch ist, von einem Porträt, das Jan Leuks 1637 gemalt hat. Dieser Antwerpener Maler war Hofmaler Ferdinands III. Und ein Schüler von Rubens. Abgebildet ist Ferdinand III., der Kaiser. Wie sah denn sein Kaiserleben damals überhaupt aus? Ja, er hat sich um den Frieden gekümmert. Eine der wenigen Biografien über Ferdinand heißt auch Friedenskaiser wider Willen. Er hat die zweite Hälfte des Dreißigjährigen Krieges, also bis 1648, permanent entweder im Krieg oder am Frieden gearbeitet. Er war einer der Hauptinitiatoren des Prager Friedens, wo man sich geeinigt hat mit den Sachsen, mit den Hauptvertretern des lutherischen Glaubens im Reich, und hat dann den Geseker Johann Krane, einen Reichshofrat, auserwählt, für ihn die Verhandlungen in Osnabrück, also mit den protestantischen Reichsständen und den protestantischen Mächten, die Krieg führen, zu führen, und hat Maximilian Graf Trautmannsdorf in Münster für die katholischen Verhandlungen unter anderem mit Papst und Frankreich eingesetzt. Und in diesem Spannungsfeld hat dann der gebürtige Geseker Krane und der gebürtige Grazer Ferdinand III. Den Westfälischen Frieden verhandelt, mitverhandelt. Er war nie so wirklich überzeugt davon. Das Haus Habsburg als Macht im Reich verlor an Einfluss. Das Reich wurde deutlich kleiner. Viele Reichsteile wurden unabhängig, fielen an die Schweden, fielen an die Franzosen, wurden unabhängig wie die Niederlande oder wie die Schweiz. Aber die Stammlande der Österreicher, der Habsburger, die wurden gestärkt. Die Macht in den ursprünglichen habsburgischen Ländern vergrößerte sich deutlich, sodass er am Ende mit dem Frieden von Münster und Osnabrück 1648, glaube ich, doch einigermaßen zufrieden war. Und Krane und Trautmannsdorf jedenfalls waren es auch. Der Kaiser selbst zog natürlich nicht in den Krieg, wobei Ferdinand III. Dann gewissermaßen eine Besonderheit ist. Er wollte eigentlich Oberbefehlshaber der kaiserlichen katholischen Truppen im Reich werden, betrieb auch die Absetzung Wallensteins beim Kurfürstentag 1630 in Regensburg und wurde dann 1634 schlussendlich auch Oberbefehlshaber der katholischen Truppen im Reich und hat auch die ersten beiden großen Schlachten gewonnen und hat auch die letzte Schlacht des Krieges, die in Nördlingen gegen die Schweden, wirklich großartig gewonnen. Dann begann aber die Zeit, wo der Krieg einfach nur noch ausuferte und wo es für den Kaiser auch schwierig wurde. Auch persönlich schwierig wurde. Er war insgesamt dreimal verheiratet. Beim ersten Mal nach alter Habsburger Haustradition innerhalb der Familie mit einer Infantin von Spanien. Die anderen Hochzeiten waren dann im katholischen Lager. Er hat auch mehrere Kinder verloren. Das war zur damaligen Zeit auch nicht ungewöhnlich. Er war sehr sprachbegabt. Die Quellen sprechen davon, dass er 5 bis 7 Sprachen gut beherrscht hat. Vor allem war er ein sehr musischer Mensch. Er hat komponiert, er hat gedichtet und er war auch interessiert an der Wissenschaft. Viele kennen vielleicht die Magdeburger Halbkugeln und Otto von Guericke. Diese Magdeburger Halbkugeln sind auch dem Kaiser vorgeführt worden auf einem Reichstag in Regensburg und er hat sich sehr begeistert davon gezeigt. Wer mehr über den Dreißigjährigen Krieg erfahren will, kann sich dazu die Videos angucken, die Remco in letzter Zeit über den Dreißigjährigen Krieg eingespielt hat, die über das Rathaus TV bei der Stadt Gesek zu sehen sind. Ich freue mich darauf, dass diese Geschichtsreihe fortgesetzt wird und danke herzlich für deinen Besuch.